Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Ja, in der letzten Folge sind wir wieder ein zweites Mal aufgebrochen zu den Asteroiden, also ins Weltall. Und wir hatten zwar ein bisschen mehr Eis dabei, aber trotzdem ist es dann schon wieder ein bisschen knapp geworden. Also das war echt ein Problem, in Anführungszeichen. Das ist mir bei meiner ersten Serie, als ich auch schon mal in Asteroiden-Ding vorgerückt bin, gar nicht so aufgefallen. Aber da konnte ich halt, da waren die Volumen der Behälter und so weiter und das alles war deutlich, deutlich besser oder größer. Und da konnte ich einfach mehr Eis mitnehmen. Und das war dann tatsächlich da gar kein Problem. Aber jetzt hier stellt sich eben raus, dass das tatsächlich, wir haben hier jetzt keine Gravitation, deswegen kann ich hier das Jetpack gar nicht ausschalten. Auf der anderen Seite braucht es auch kein Wasserstoff, denke ich, wenn wir uns nicht bewegen. So, aber hier drüben ist die Sonne und ich denke, die kommt hier auch rüber. Das heißt, mindestens hier kommt auch Sonne hin. Also hier auf diesem Bergrücken hier, da sollten wir Sonne haben, denke ich. Das heißt, wenn wir hier irgendwo ein Grid hinbauen, also so ein Sonnenfeld, dann sollte das Strom liefern. Wir drehen uns mal so ein bisschen in die richtige Richtung. Da unten haben wir Eis. Das ist schon mal super. Das heißt also, in dem Moment, wo... und wir können da mal kurz reinschauen. Die H2... Generatoren sind scheinbar, sind die noch am Arbeiten? Wir checken gerade mal. Ja, 66. Die H2-Generatoren müssten also eigentlich noch arbeiten. Ne? Die arbeiten nicht, weil wir Strom abgeschaltet haben, um Strom zu sparen. Das sollte man natürlich hier wieder einschalten. Bei der Gelegenheit schauen wir doch gleich mal, wie es mit unseren Batterien ausschaut. 924, also es ist jetzt nicht so, dass wir schon da am Ende sind, aber auch, und jetzt kriegen die hier wieder Wasserstoff und das zählt hier wieder runter, denke ich, ne? Ja, das ist schon weg jetzt, ja, das Eis ist verbraucht. Also ich würde jetzt sagen, wir holen uns mal so hier Eis. Also wir holen uns erstmal hier Eis raus, würde ich sagen. Das ist jetzt die Frage, wie groß dieses Eisvorkommen tatsächlich ist. Ne? Und das fliegt uns schon wieder alles weg hier. Gut, dass es so ein bisschen underground ist. Ich meine, nicht so, dass ich jetzt da total geizig wäre, aber es wäre blöd, wenn uns da die Hälfte des Eises auf die Art und Weise verloren geht. Ne? Mittlere Taste war es. So, aber das Vorkommen scheint tatsächlich größer zu sein. Das scheint tatsächlich größer zu sein.
da ist noch einer, den wir übersehen haben. Hm? So, wo bist du? Da war doch gerade noch einer. Da. Nettes Spielchen. Vor allem, wenn man so ein kleines Inventar hat. Ne? Und wir könnten natürlich jetzt irgendwann mal unseren Bohrer bemühen. Hier rein. Und tatsächlich sagen wir bohren, aber ich auch da bin ich nicht ganz sicher, wie effizient die Bohrer da tatsächlich bohren. Das heißt, wie viel Verlust haben wir durch den Bohrer? Durch den großen Bohrer. Nein, nicht bohren. So, ja, die produzieren jetzt hier schon. Das sind immer ein paar K, die wir da reinkippen. Wasserstofftankjäger, ja, immerhin auf 71 haben wir ihn schon. Ich meine, damit würden wir theoretisch jetzt auch zurückkommen zu unserer Base auf der Erde. Ne? Wir haben jetzt natürlich hier nichts, was uns sozusagen das Gestein rausschmeißt aus unserem Jäger hier. Das heißt, das wäre natürlich auch ganz praktisch gewesen und das hätte man tatsächlich auch ohne Probleme mit hochnehmen können. Das wäre kein Gewichtsproblem gewesen in dem Sinne, aber ups. Manchmal katapultiert so ein paar von den Brocken tatsächlich raus, ne? So, das haben wir jetzt eh schon fast voll. Dann laden wir das gleich nochmal ab. Und jetzt schauen wir nochmal, wie schaut's aus hier. Ja, da haben wir jetzt 600 Gestein schon immerhin drinnen. Aber hier auch eine Menge Eis. Okay. Ja, 80%. Ja, okay. Also das ist erstmal okay, denke ich. Das ist erstmal okay. Und wir schauen noch mal kurz, wie schaut es hier mit der Sonne aus? Ja, und die Sonne steht da drüben. Das heißt, die leuchtet nicht wirklich in diesen Krater rein. Das heißt, die geht da rum jetzt irgendwo.
Das heißt, wenn wir wirklich die Sonne kontinuierlich haben wollten, dann müssen wir sie wirklich, dann müssen wir das Sonnendings da oben hinbauen. Denke ich. Da haben wir immer Sonnenschein. Das heißt, wir müssten auch unsere Base dahin bauen an die Stelle. Da wäre das Eis da unten noch nicht so weit weg. Da ist das Eis. Also hier irgendwo hier. Hier müssten wir praktisch das Ding aufsetzen. Keine Dinger. Hier müssten wir das Ding aufsetzen und dann sehen wir schon, wenn die Sonne jetzt hier rumgeht, schubidubidubidu, dann wirft das irgendwann dann Schatten. Aber hier erstmal haben wir Sonne. Oder wir gehen hier gleich ganz nach oben in Anführungszeichen. Nehmen in Kauf, dass wir ein bisschen einen weiteren Weg haben, und tun unser Ding hier hin. Dann denke ich, haben wir 24, naja, nicht ganz 24, weil die Sonne verschwindet hinter der Erde irgendwann. Das heißt, da ein bisschen was werden wir verlieren. Aber wenn wir es hier hinbauen, hier den Turm hinbauen. Jetzt müssen wir dann Energie tanken langsam. Wenn wir es hier hinbauen, dann haben wir hier, da ist unser Jäger. Ja. Wir müssten da ein bisschen höher. Das ist der höchste Punkt, gehe ich mal davon aus. Dann würde man die Sonne wahrscheinlich immer hier noch einen Mast hinstellen, dass sie ein bisschen höher kommt. Und da drüben haben wir unseren Jäger und unser Eis. Das sind 400 Meter, ne? Wir können hier ja mal einen GPS-Punkt schon mal setzen, damit wir das nicht wieder ausbaldowern müssen. Und sagen hier Standort. Solar. Und wir machen das mal gelb. Oder Ocker. Dann brauchen wir das nicht wieder suchen. So, also hier ist die Signalquelle und jetzt sehen wir. Das ist schon ein ganzes Stück weit weg hier, ne? Vom Eis, aber okay. Halb so wild, würde ich sagen. Und wir haben im Moment ja eh noch kein Gelenk und keinen Rotor. So dass wir das irgendwie die Solarzellen variabel aufstellen können. Das heißt, ja, jetzt lädt er mir die Energie auf, das ist super. Ja, die sind schon fast zu 90% voll. Und da haben wir immer noch ein kleines bisschen Eis, aber also 100% voll werden die nicht. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, wir bunkern noch ein bisschen Eis, wenn wir schon hier sind, weil das hier jetzt so schön einfach geht hier. Damit wir. Ups, da fliegt eins davon.
Da ist er. Ups. Eine ganze Menge rausgestemmt, mehr als wir eigentlich brauchen. Eingelagert, okay. Das ist tatsächlich hier im All ein bisschen, bisschen heftiger. Weil das Zeug nicht einfach liegen bleibt irgendwo in der Kuhle, ne? Sondern tatsächlich wegschwebt. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich kann jetzt auch nicht abschätzen, wie groß dieses Eisvorkommen hier tatsächlich ist. Ne? Also ob das, wie ergiebig das ist. Aber okay, mit dem, was wir hier an Eis haben, haben wir auf jeden Fall erstmal einen Vorrat, der uns über die darüber hilft. Dann finden wir sicher nochmal neue Vorkommen. Ups, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Oh lala. So, okay, jetzt schauen wir mal, wo sind denn unsere Wasserstofftanks? 95, und wo ist unser Inventar? Jetzt haben wir hier schon 1 Kg Gestein, 1,5, 1,19, 1,43, also ich denke, das reicht jetzt, dass wir die 100% erreichen. Und ich würde jetzt sagen, wir fliegen da hoch. Jetzt schauen wir noch mal kurz. Wo ist unsere Markierung? Da ist unsere Markierung. Da oben. Und da ist Sonne. Oh, da ist Sonne. Ich meine, wir sind ein bisschen exponiert natürlich an der Stelle. Also ich weiß jetzt nicht, wenn da einer vorbeifliegt, ob der uns dann gleich angreift. Ne? Das ist jetzt hier die Frage. Aber ich würde jetzt den Jäger da mal umpositionieren. Und wir können ja wieder zurückkommen und hier nochmal Eis tanken. Den Jäger nochmal umsetzen, da nach oben und dann tatsächlich hier einen kleinen Turm bauen und schon mal eine Batterie hinstellen und eine. Und eine Raffinerie. Und vielleicht ein kleines Grid mit einer Batterie und einer Solarzelle und so weiter. Und dann schon mal sehen, wie läuft denn das. Und zur Not holen wir uns hier unten so viel Eis, dass wir wieder runter zur Erde können. Und setzen uns dann hier eine Markierung, bauen nochmal ein bisschen mehr Speicher dran mit mehr Eis und holen uns einfach mehr Eis. Ne? So, Triebwerke sind an, Batterie auf Auto. Und wir fliegen los. Und ich würde sagen, check. Wir müssen mal schauen, wo ist unsere Markierung? Da oben ist die Markierung.
Da wollen wir hin. Ja, also ein Wasserstofftriebwerk pro Seite reicht, denke ich, immer. Da sehen wir jetzt den Standort. Wir drehen uns mal so ein bisschen in die Richtung. Können wir da schon verbinden? Ja, können wir. Verriegelt aus. Batterien ist okay. So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier und wir schauen uns noch mal um kurz. Da ist die Sonne. Also hier war unser Standort, ne? Wo wir gesagt haben, da wollen wir hin. Hier. Und wenn wir da jetzt, jetzt holen wir uns mal ein paar Sachen raus. Wir holen uns jetzt mal 30, ich glaube, wir haben 150 Stahlplatten extra dabei. Und wir brauchen, wo haben wir die reingepackt? Hier, wir brauchen natürlich unseren Schweißer. Und wir sollten, wie schaut es aus? Ja, Wasserstoff und Sauerstoff halten eine ganze Zeit durch. Okay. So, also wenn wir hier sagen, wir bauen hier das Ding auf den Rücken, dann haben wir hier den ganzen Weg. Genau, und dann würde ich sagen, hier setzen wir unseren ersten Punkt. Zack. Und schon ist es passiert. So, da kommt also unser Grid hin. Und jetzt ist die Frage, wollen wir da wirklich ganz oben oder bauen wir uns da noch ein bisschen runter? Ich denke, wir sollten. So, also ich würde sagen, wir gehen da ein bisschen runter. Wir müssen nur schauen, dass wir hier tatsächlich eine durchgehende Linie haben. Dann nach unten, wo es ein bisschen geschützter ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob es vielleicht so klug wäre zu sagen, wir buddeln uns da irgendwo ein. Wir gehen da ein bisschen, bauen uns da eine Höhle oder sowas, wo wir erstmal ein bisschen geschützter sind, ne? So, aber jetzt hier würde ich jetzt erstmal sagen, okay, wir bauen jetzt hier erstmal so ein kleines Grid auf. Da nach hinten und da und bauen uns da eine kleine Plattform, wo wir ein paar Sachen hinstellen können. Erstmal die Raffinerie und so weiter. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht mit unseren Stahlplatten aus dem Ruder laufen. So. Und jetzt ist die Frage, ja, wir können jetzt gleich eine Raffinerie und wir brauchen eine Batterie. Wir brauchen als erstes eine Batterie, weil wir brauchen ja eine Energieversorgung, ne? Also wir brauchen jetzt eine Batterie und zwar brauchen wir eine Large Grid. Zack, hier und wir brauchen die hier. Und dann holen wir uns hier die Komponenten raus und stellen die mal unten aufs Grid und die tun wir da nach hinten. Ah, hier hin. Und schweißen die schon mal.
Also wie gesagt, ich habe keine Erfahrung, wie problematisch das ist mit mit den Piraten und den feindlichen Dingern, die uns da möglicherweise in die Suppe spucken wollen. Ne? Also haben wir da ein Problem, wenn wir jetzt da die Base irgendwo so hinbauen. Ne? Aber wir werden sehen. Verbuche ich jetzt mal die Erfahrung. Also wir wissen es nicht. Und na, die Batterien, die großen Batterien brauchen eben relativ viel Batteriezellen. Und das Problem ist, dass wir mit den Flaschen eben relativ wenig Platz im Inventar haben. Ne? Ja. Aber wir sind jetzt bei 61, also wir kriegen es schon hin. Wenn die Batteriezellen mal durch sind, dann sollten wir es haben. Und der Rest ist dann nicht mehr so wild. Und Ding wird dann natürlich auch nochmal wild, die Raffinerie. Mit den 1000 irgendwas Stahlplatten, 100 Stahlplatten oder sowas. Genau. So, jetzt ist die Batterie schon funktional. Und ich würde sie ja komplett durchschweißen, falls wir doch irgendwie geschossen werden, damit die Energieversorgung dann nicht sofort beim ersten Klick ausfällt, sondern dass die ein bisschen Schaden einstecken kann. So, und jetzt müssen wir sagen, geh und sagen Raffinerie. Und jetzt ist die Frage, industrielle Raffinerie. Ja, die wollen wir bauen. Und die müssen wir natürlich so bauen. Die müssen wir natürlich so hinstellen, dass wir unseren Behälter noch daneben kriegen. Wir drehen uns mal ein bisschen dahin, dass wir mal wegschalten. Wo machen wir unseren Frachtbehälter? Ne? Also ich würde sagen, die Raffinerie stellen wir da nach vorne. Und irgendwo links machen wir den Eingangsbehälter für unsere Erze und rechts machen wir dann den Ausgangsbehälter für alles andere. Ne? Das heißt, also ich würde die jetzt da vorne hinstellen. Jetzt ist nur die Frage, kriege ich die da hingestellt? Ich krieg die schon dahingestellt, aber wir haben zu wenig Platz. Wir brauchen da noch mehr den Platz nach vorne, weil wir wollen ja dann später tatsächlich auch die. Jetzt kannibalisiere ich natürlich ein bisschen die Raffinerie. Und ich sage mal, wir stellen es dahin. Und dann haben wir hier noch. Nee, das können wir nicht. Das haut noch nicht hin. Wir brauchen nochmal unseren Schleifer. Den müssen wir uns jetzt nochmal kurz mitnehmen. Weil wenn wir die Erweiterungsmodule hinten dran schrauben, dann sind wir hier zu nahe dran. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein bisschen das Grid tatsächlich erweitern, damit wir da ein bisschen ausweichen können. So. Und hier nochmal um eins nach vorne. Ich hoffe, unsere Stahlplatten reichen dann noch. So, und jetzt setzen wir die Raffinerie dahin. Und jetzt haben wir auch ein bisschen Abstand. Genau, da kommen wir hinten noch durch. Okay, also jetzt relativ kompakt gebaut. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, Stahlplatten 104, ne? Okay. Jetzt können wir das Werkzeug da wieder reinpacken. Schleifer und Bohrer braucht man nicht. Und holen uns den Rest da erstmal. Sind jetzt im Wesentlichen die Stahlplatten, ne?
Wir haben jetzt keinen Verbinder auch vorgesehen, also kein Material für einen Verbinder dabei. Das heißt, okay, Energy Low, das heißt, wir müssen auftanken. Jetzt wollen wir ganz kurz ins Cockpit steigen. Dann schauen wir doch gleich mal, ob da noch Eis ist für unseren H2-Generator. Ja, wir haben noch ein bisschen Eis, haben wir noch drinnen. Okay. Und unsere Dinger sind aber voll, denke ich, die Wasserstofftanks, ja. Okay, so. Das passt. Ja, bis jetzt, ich klopfe mal auf Holz, es läuft nicht so schlecht. Wir schauen mal. Jetzt müssen wir halt hier noch einige Stahlplatten herunter verschweißen. Das ist klar für die Raffinerie. Und dann können wir schon mal Gestein reinschmeißen. Wir haben da drüben auch schon ein Goldvorkommen, was ja ganz nett ist. Aber Gold nutzt uns im Moment noch nichts. Also wir brauchen im Grunde genommen Eisen, Nickel und Kobalt. Das sind die drei Dinger, die wir jetzt am dringendsten brauchen. Später dann natürlich auch gut, wenn wir Gold haben und Silber. Aber Eisen, Nickel und Kobalt, das ist erstmal das Wichtigste. Und dann schmeißen wir hier schon mal, da können wir ja schon mal eine kleine Höhle graben. Doch, einfach hinter der Base so ein bisschen ausgraben. Und das Gestein schmeißen wir schon mal hier in die Ding rein. In die Raffinerie. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Eisen. Haben wir jetzt keine Stahlplatten mehr? Kann das sein? Nee, schaut noch gut aus. So, er ist jetzt voll. Ja, okay. Alle Komponenten erfolgreich entnommen. Okay. So, das heißt, die Raffinerie ist gebongt. Noch nicht ganz. Ja, da fehlen uns jetzt natürlich die Stahlplatten. Jetzt müssen wir schauen, wie viel fehlen uns da. 82, 100, das heißt, es fehlen uns 18. 18 Stahlplatten. Und die würde ich jetzt natürlich genau rausholen. 18. Damit man die wirklich der Planer wieder frei ist. So, und die müsste jetzt auch schon laufen, weil wir haben hier eine Batterie. Die Frage ist nur, wie schnell saugen wir die Batterie leer, ne? Ich habe jetzt keinen Bohrer dabei. Also da haben wir jetzt echt ein Ressourcenproblem. Jetzt packen wir uns mal den Bohrer da rein. Hops, und wir haben hier schon schon Gestein. Kann ich das da rein? Ja, das kriege ich da rein. Dann schmeißen wir doch schon mal das Gestein, das wir hier haben, da rein und schauen mal, was er daraus macht. Das sind jetzt 1K, knapp 1K und schon läuft's los. Ja, die Ausbeute ist gar nicht so schlecht aus Gestein. Also wir kriegen ein paar Kilo Eisen. Das ist nicht so übel. Was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwo Gestein? Ja, da haben wir noch Gestein, das wir mit dem Eis ausgebuddelt haben. Immerhin 30 Kilogramm Eisen kriegen wir daraus. So weit, so gut. Eis, Eis, Eis. Das ist alles Eis. Das brauchen wir natürlich noch.
Ja, gut. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, wir packen an die Stelle da jetzt mal temporär eine Solarzelle dran. G-Solarzelle. Das haben wir hier. Nee, hier. Solarkollektor, Large Grid. Und das brauchen wir jetzt hier. Und das klatschen wir jetzt einfach hier dran. Wir brauchen natürlich noch die Materialien. Die sollten wir alle dabei haben. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen zu nahe dran. Warum kann ich es da nicht positionieren? Weil ich noch zu nahe dran bin. Kann nicht platziert werden. Warum kannst du da nicht platziert werden? Jetzt kann es platzieren. So kann es platzieren. Okay, dann machen wir das doch. Weil das Ding liefert schon mal ein bisschen Strom. Wir saugen ja unsere Batterie da leer unten, ne? Das ist das Problem. Und das heißt, in dem Moment, wo wir hier eine Solarzelle haben, liefert die wenigstens ein bisschen Strom, was uns natürlich schon mal hilft, die Batterie nicht ganz so schnell leer zu machen. Oh Mann, jetzt. Ja. So, jetzt schauen wir doch mal schnell in die Batterie. Naja, sie wird immerhin geladen und vollständig aufgeladen in den 900 irgendwas an Ding. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch wieder erreicht wird mit der einen Solarzelle. So, das heißt, wir brauchen jetzt, und wir haben ein bisschen das Problem, dass wir hier natürlich, ich lade mich mal hier wieder auf. Wir können bei der Gelegenheit schnell mal schauen, was brauchen wir denn? Können wir jetzt gerade nicht, weil wir sitzen, aber wir sind gleich wieder raus. So. Okay, jetzt bauen wir eine Montageanlage. Und die Montageanlage, die bauen wir im Moment direkt da dran. Wir sagen G-Montageanlage. Das Problem ist nur, wie bauen wir die da dran? Also wenn wir auch eine industrielle nehmen, dann hat die, ja, die braucht unten und oben diese Module, ne? Groß. Gehen mal hoch und holen uns Material. Das heißt, wenn ich die jetzt da dran setze, an dem Port, da dran würde ich sie setzen. Habe ich jetzt irgendwie Pause? Oder irgendwas habe ich jetzt gedrückt? Shit. So. Genau, jetzt habe ich sie mit dem Port an dem Port dran. Wir können alle Module, die unten den Ding müssen wir nochmal weg, dann können wir das Modul dran schrauben. Das ist jetzt wirklich ein bisschen, tja, das ist jetzt ein bisschen platzsparend gemacht. Also wenn ich dieses Effizienzmodul hier unten noch mit dran schrauben will, dann, jetzt habe ich mein Ding wieder nicht dabei, mein Schra brauchen wir im Moment nicht, Schleifer. Wenn wir also die vier Effizienzmodule dran schrauben wollen, dann müssen wir unten noch
den Block wegnehmen natürlich. Aber dann haben wir immerhin schon mal die Möglichkeit, Eisen zu produzieren. Und ich denke, wir haben auch schon ein bisschen Nickel. Wir können gleich reinschauen, wie viel Nickel wir in der Montageanlage haben. In der Raffinerie schon produziert haben aus den 2K. Wir haben jetzt ungefähr 2K Gestein reingeschoben. Und da ist jetzt die Frage, wie viel Eisen und wie viel Nickel haben wir daraus erlöst. Da sehen wir, da gehen auch jede Menge Stahlplatten auf. Herstellungskomponenten und Motoren. Tja. Metallgitter. Ja, Metallgitter ist ein Problem, weil wir hier kein Kobalt haben. Das heißt also, Metallgitter können wir hier nicht produzieren, weil wir kein Kobalt haben. Im Moment noch. Ne? Also wir also aus Gestein können wir Nickel und Eisen kriegen, aber den ganzen Rest brauchen wir, müssen wir aus Erzen finden. So, jetzt sind wir hier durch. Okay. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz hier rein. Ich habe hier nur Gestein. Das kann ich in die Raffinerie reinschmeißen. Noch. Naja, wir haben hier 67 Kilogramm Eisen. 70 jetzt. Und wir haben 6 Kilogramm Nickel und Silizium. Also das ist schon nicht so schlecht. Und wir schauen nochmal nach unserer Batterie, wie es mit der ausschaut. Ja, die ist jetzt über 900. Das heißt, diese eine Solarzelle, die hilft uns schon deutlich. Noch hat sie Sonne, und zwar ziemlich optimal sogar. Die liefert jetzt Maximum. So, jetzt könnten wir natürlich sagen, wir holen uns mit dem Bohrer hier einfach schon mal Gestein. Wir bohren uns da schon mal Gestein. Und da interessiert uns jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, ob da Gestein verloren geht. Weil Gestein haben wir, denke ich, genug. Da müssen wir also jetzt hier nicht. Ich meine, was wir rausstemmen, können wir hier auch auflesen. Aber. Man sieht, dass die Raffinerie das schneller verarbeitet, als wir das hier nachschieben können. So, okay, wir schauen mal kurz, wie viel Eisen, naja, 200 und Nickel 19. Das heißt, wenn wir eine Stahlplatte produzieren wollen, dann brauchen wir 20 Eisen, 21 Eisen, 21 Eisen. Das heißt, wir können jetzt hier schon 10 Stahlplatten produzieren, immerhin, mit dem, was wir jetzt hier rausstemmen.
Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir driften jetzt alle möglichen Sachen natürlich rum. Die Frage ist, sind diese Brocken irgendwie gefährlich, wenn wir mit unserem Schiff rumfliegen? Das ist noch die einzige Sorge, die ich habe. Das sind Asteroiden. Das ist noch ein Bollerchen, da drüben ist noch ein Bollerchen. Oder wenn wir rumfliegen und schneller sind. Ich weiß es nicht. Tja. Wir könnten jetzt natürlich auch unseren Ding anschmeißen, aber wir haben noch keinen Verbinder. Das heißt, wir bräuchten jetzt daran einen Frachtcontainer, einen großen. Und da müssten wir uns jetzt einen Verbinder schustern. Und ich würde aber sagen, da machen wir einen kurzen Cut und ich überlege mir nochmal, ob das passt. Wir tanken hier nochmal auf. Und würde sagen, wir schauen dann, dass wir einen Frachtcontainer mit einem Verbinder und so hinbauen, dass wir andocken können und dann mit dem Bohrer Gestein bohren, weil das ist wesentlich effizienter als mit der Hand. Und das dann deponieren da drinnen. Und wir haben Gestein und Silizium und so weiter. Und dann könnte man auch ein paar mehr Solarzellen bauen. Das wäre im Prinzip das, was ich wollte, damit die Energieversorgung auf jeden Fall passt. Und ja, Ionentriebwerke können wir uns leider noch nicht bauen. Das wäre nämlich dann, sobald wir elektrische Energie im ausreichenden Ausmaß haben, hätten wir mit Ionentriebwerken natürlich hier auch ein Triebwerk, wo wir eisunabhängig sind, wo wir sagen können, das lädt jetzt automatisch auf, genau wie unten die Atmosphärentriebwerke. Haben wir leider noch nicht. Also insofern, ja, schauen wir mal. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie immer. Und ich denke, wir kriegen das schon gebacken. Ich würde sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr neu seid, auch gerne ein Abo und bimmelt die Glocke, wenn ihr benachrichtigt werden wollt. Ansonsten freue ich mich natürlich, wie immer, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es weitergeht hier mit unserer Astrobase. Bis dann!